Und jetzt haben wir wieder das Beste aus dem Katalog und da habe ich mich jetzt schon den ganzen Tag genau auf diesen Moment gefreut. Weil ich bin auch, man sieht es auch ein bisschen, so ein kleines Schleckermaul. Wenn es was Leckeres gibt, dann wird da zugegriffen und da gehören natürlich auch Waffeln dazu. Und wir haben hier ein ganz, ganz besonderes Waffeleisen für Sie. Und Vivian hat mir versprochen, dass sie mir ganz frische Waffeln jetzt live in der Sendung zubereitet. Genau, liebe Zuschauer, denn wir möchten, dass Sie sich die Weihnachtszeit versüßen mit selbstgemachten frischen Waffeln, entweder süß oder herzhaft. Und wie macht man das am besten? Mit einem Waffeleisen natürlich. Aber wir sprechen hier nicht von den herkömmlichen Waffeln, nein, belgische Waffeln. Und das sind diese dicken, Ralf. Nicht die Platten, die dünnen in diesen kleinen, in dieser Blumenform, sage ich jetzt einfach mal. Sondern das sind wirklich diese etwas dickeren Waffeln, die schön rechteckig sind, wo man richtig Waffelteig hat einfach. Und die können Sie jetzt von zu Hause aus ganz bequem machen. Und das geht super schnell. Wir haben hier nämlich ein ganz, ganz tolles Heizelement, das wirklich sehr, sehr schnell aufheizt. Innerhalb von 2 Minuten sind Ihre Waffeln fertig. Und Sie können einstellen, wie die werden sollen. Das heißt also, Ralf, ich frage dich direkt mal, wie möchtest du deine Waffeln? So ein bisschen dunkler als das Bild, was wir gerade gesehen haben. Ein bisschen dunkler, das können wir hier am Drehregler super einfach einstellen. Hier von Light bis Dark kann ich da einstellen. Ein Stückchen wie runter. Ein bisschen dunkler. So. Okay, noch ein bisschen. Wir machen es mal ein bisschen dunkler hier. Für den und leuchtet grün, das heißt also ready. Jetzt können wir schon loslegen. Das ist unsere Backampel. Also wenn wir einmal einschalten, dann erleuchtet das Licht noch rot. Und sobald es dann fertig ist, haben wir die Backampel auf grün, sprich ready, und wir können loslegen. So, und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt auch einfach mal. Wir verteilen das mal so grob. Mhm. Hier, der Rest kommt dann beim Schließen. So. Ah, das verteilt sich dann automatisch durch den Druck. Schauen wir gleich mal, ob das funktioniert. Und Backzeit ist unter 5 Minuten, sehen wir hier, eingeblendet. Ja, und das ist eben toll. Solche belgische Waffeln, wie man auch dazu sagt, zu diesen großen, rechteckigen Waffeln. Also ich finde einfach lecker. Und nicht nur ich, ich weiß auch, dass da ganz, ganz viele Menschen draufstehen. Jetzt brauche ich überhaupt nichts mehr zu machen, außer zu warten, bis die 5 Minuten rum sind oder 3 Minuten, 4 Minuten, sowas rum, wird es wohl gehen. Und dann kann ich sie rausmachen. Und dann natürlich Puderzucker drüber oder Nutella. Oder genau, Schokolade, da kann man Zuckerstreusel drüber machen, nur ein bisschen Puderzucker oder normalen Zucker. Aber auch herzhaft sehr, sehr lecker. Mit einem bisschen Schinken und Käse zum Beispiel. Wirklich fantastisch, liebe Zuschauer. Das hört sich lecker an. Schinken und Käse, wow. Also herzhaft oder süß, gerne so, wie Sie das wünschen. Und das Schöne ist, das ist jetzt ein Spitzenpreis. Da kommt das Waffeleisen zu Ihnen. Sie entscheiden, wie Sie die Waffeln machen und wie Sie den Teig machen. Kann man ja so Fertigmischungen holen, aber auch der Teig ist selbst schnell mit Eiern und Mehl und Wasser angemischt und Milch. Und dann, das Tolle ist, die Reinigung ist sehr, sehr einfach. Und das werden wir Ihnen gleich zeigen, wenn unsere Waffeln fertig sind. Wir haben hier natürlich alles antihaft beschichtet, da an den Flächen, wo die belgische Waffel dann gebackt wird. Sehr, sehr wichtig, damit Sie eine leichte Reinigung haben. Sie sehen das noch einmal. Sie können hier einstellen, wie Sie gerne den Backgrad hätten. Also zum Beispiel hell oder etwas dunkler. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, dass Sie die Backampel haben, die Ihnen anzeigt, wie weit denn jetzt gerade der Backvorgang ist. Und dann können Sie sich darauf freuen, richtig zu schlemmen. Und das ist was Tolles. Gerade Kinder lieben das auch, ne? Ja, für 21,66 Euro ist das natürlich auch jetzt ein hervorragender Preis. Wenn du mal unterwegs warst auf so einem, auf einem Markt oder ähnliches und da werden Waffeln verkauft, dann zahlst du für eine Portion Waffeln mittlerweile 2,50 Euro. Wenn Nutella noch dazu kommt, dann kostet schon 3,50 Euro. Und hier kann ich das zu Hause übrigens gerne gemeinsam mit dem Kind, mit den Kindern machen. Das wird denen sehr, sehr viel Spaß machen. Und wir wissen alle, auch aus unserer eigenen Jugend, so Selbstgemachtes schmeckt natürlich noch besser, als wenn man es fertig kauft. Also hier auch mal zu Hause so einen kleinen Winterzauber. Und man weiß auch, was drin ist. Ne? Auch das ganz, auch ganz natürlich. Wichtig. Du mischst ja die Zutaten, auch eigene Rezepte gerne. Und da gibt es ja viele Geheimrezepte, wie der Teig noch fluffiger wird oder ähnliches. Oder auch ein bisschen derberen. Vielleicht macht man ein bisschen Salz in den Teig. Dann hat man da schon eine ganz gewisse Geschmacksnote. Und wir sehen, du hast ein bisschen zu viel Teig reingemacht. Aber noch, komm, eine Minute noch. Ein bisschen noch. Ja, aber Sie sehen,
stehen. Sie können dann jederzeit auch mal nachschauen, wie weit die denn sind. Wir haben hier nämlich einen wärmeisolierten Griff, also den können Sie jederzeit anpacken, um dann den Deckel zu öffnen, um zu schauen, wie weit ist Ihre Waffel gerade. Und wie gesagt, Sie können einstellen auch, wie die denn sein soll. So schön goldgelb oder etwas dunkler, wie der Ralf das mag. Oder dann doch was heller. Ich mag das zum Beispiel auch, wenn die was heller sind, wenn die so ein bisschen weicher vom Teig sind. Das ist einfach eine Geschmackssache und Sie können die so backen, wie Sie das gerne hätten und natürlich auch danach so belegen und verzehren, wie Sie das gerne hätten. Ja, und es ist toll. Was wir hier gerade deutlich gesehen haben, war die Anti-Haft-Beschichtung. Sie kennen das vielleicht, wenn man Waffeleisen hat, so älterer Bauweise und dann beim Aufmachen schon die Hälfte von der Waffel oben hängen bleibt, ja. Die andere Hälfte hängt unten und man kriegt es fast nicht raus. Hier Deckel auf und Sie haben sofort gesehen, das hat sich gleich gelöst und da sehen wir es nochmal und jetzt kommt, hol sie ruhig. Noch so kurz. Ja, also gut, machen wir noch ein bisschen. Also Sie sehen, die waren jetzt 2,5 Minuten vielleicht drin, also machen wir noch eine Minute ohne Probleme und dann können wir unsere Waffeln hier genießen. Und das können Sie auch in 2-3 Tagen, denn so lange ist unsere Lieferzeit. Nagelneu bei uns im Programm, dieses Waffeleisen für belgische Waffeln mit stufenloser Temperatureinstellung bis zu 220 Watt. Sehr, sehr schneller Aufheizzeit. Das ist für mich auch immer wichtig, dass ich nicht eine halbe Stunde vorglühen oder vorheizen muss, sondern wenn ich es machen will, ja, dann ist das Waffeleisen schneller bereit, als ich den Teig rühren kann. Und das ist eben Effizienz. So verlange ich es von meinen Haushaltsgeräten. Und wenn Sie da auch Wert drauf legen, dann ist das natürlich ein richtiges Schnäppchen für Sie. Ja, für 21,76 € gibt es diese tollen Waffeln. Nein, das ist Waffeleisen. Die tollen Waffeln machen Sie dann natürlich. Die Handhabung, denke ich, unglaublich einfach. Wenn Sie kein Teigrezept wissen, das findet man im Internet. Aber ich glaube, da ist sogar in der Bedienungsanleitung sogar ein kleiner Tipp drin, wie ich den perfekten Teig hier eben zusammen mache. Die Bestellnummer ist die NX7718 und die 569. Und dann können Sie so viele Waffeln machen, wie Sie wollen. Und das ist eben toll. Mal nicht mal Pfannkuchen, sondern auch mal solche Waffeln, die wir hier aus unserem Waffeleisen rausholen. Und das für kleines Geld. Also ich find's toll. Jetzt haben Sie hier genau die richtige Bräune. So liebe ich das. So magst du das? Ja, so mag ich das. So, und dann können wir die jetzt ganz einfach rauslösen. Ja, komm, und Sie werden mal, das mal, jetzt ich sehen. Ich bin doch groß. Ich mache das mit den Fingern. Sehen ja. Sie das? Oh, heiß. Heiß, aber guck mal, das ist richtig heiß, aber es geht, ja, kurzfristig. Und jetzt schauen Sie mal hier, schauen Sie sich auch mal das Waffeleisen an. Ja, das ist nämlich sauber, das ist der Punkt. Blitzblank und das ist eben schön. Bisschen Schokolade, Ralf? Nee, ich mache mir nachher, ich esse, wenn sie ein bisschen abgekühlt sind, eine so ohne irgendwelche Zutaten. Das esse ich nämlich auch sehr, sehr gerne. Einfach mal nur eine Waffel so. Aber mit dem Schinken und Eiern und Käse, was du vorhin gesagt hast, das hat mich auch noch hier jetzt neugierig gemacht. Das wäre jetzt natürlich eine tolle Variante. Aber Vivian hat ihr Versprechen eingehalten. Sie hat mir eine frische Waffel gebacken. Und das ist einfach sensationell. Schauen Sie sich das mal bitte an, wie schön die Waffel aussieht und vor allem auch, wie sauber jetzt alles ist. Das ist so wichtig, dass Sie jetzt nicht hier abkratzen müssen, dass die Waffeln halb zerfallen, so wie man das von den Waffeleisen, die man zu Hause hat, gewohnt ist. Das ist wirklich tolle, tolle Qualität, die Sie bekommen. Und dann natürlich mit Schokolade drauf oder gerne auch mit Puderzucker zum Beispiel. Und Ralf hat den Geschmackstest gemacht. Wie schmeckt sie? Ich habe den Mund noch voll, aber also von mir gibt es Daumen hoch und im Preis-Leistungs-Verhältnis sowieso. Solche Waffeleisen, die kosten normalerweise auch gern mal 35 Euro. Jetzt haben wir es für 21,66 €. Und für alle, die schon immer mal Waffeleisen selber machen oder Waffeln selber machen wollten, das ist jetzt genau das Angebot. Nagelneu bei uns hier im Programm mit der NX7718 und der 569. Und Vivian hat jetzt schon Geschmack gefunden an den Waffeln. Das heißt, sie macht jetzt gleich mal... Wir können doch nicht die Einzigen sein, die hier Waffeln essen. Ach du, ja, unser Kameramann, der will nachher auch noch eine. Aber gerne doch. Hast du die Temperatur vorhin runtergedreht? Musst du wieder ein bisschen hochmachen. Mhm. Und dann, ja, unser Kameramann gibt mir gerade Handzeichen. Er möchte 4 Stück, ihm reichen 2 gar nicht. Also haben wir noch eine Weile zu tun nach der Sendung. Sie können das ganz, ganz einfach machen. 21,76 € ist hier der TV-Sonderpreis. Die Bestellnummer nochmal NX7718. Und ich glaube, ja, nicht nur mir wird diese oder schmeckt diese Waffel, sondern Ihnen genauso, Ihren Kindern, Ihren Enkeln, auch den Nachbarskindern, die dann ja auch mal kommen und sagen, Waffel essen. Perfekt. Das ist einfach lecker. Jetzt haben wir beide den Mund voll, gell? Wäre schwierig. Aber die gehen jetzt sowieso ans Telefon.
Ich habe gelernt, mit unter 100 Gramm kann man auch noch deutlich sprechen. Macht also nichts. So, holen Sie sich das Beste aus dem Katalog. In dem Fall unser neues Waffeleisen für belgische Waffeln. Und dann sagen wir, viel Spaß damit und guten Appetit.